Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me. Yes, yeah. Wo du? Seid ihr an der Garage? Ja. Du hast einen Schlüssel fürs Penthouse, oder? Das ist richtig. Ja, guck mal, einmal den Drücker drücken, der an deinem Schlüssel hängt, wenn du im Auto sitzt. Was ist denn, Donny? Ja, nicht so cool, sagst du. Willst du lieber sitzen bleiben? Okay, sollen wir lieber rausfahren? Also, also vielleicht besser, ja, glaube ich. Ja. Okay, dann, fahren wir ja, raus. Ja, okay. Ja. Aber ich glaube, wir fahren einfach hier wieder raus. Dann ist das alles cool. Ja, oder? Ja. Ja. Ich muss gerade gucken, wie wir hier rauskommen. Die Tore öffnen sich nämlich nicht. Ja, die Tore öffnen sich nicht. Draußen wäre sehr schön. Fahr mal kurz da weg. Ja. Ja, ich wollte mein Auto glaube ich, hier drin lassen. Ja, ich auch. Und eigentlich wollte ich auch hier drin bleiben. Oder natürlich, ich will den Drücker für das Garagentor auch an der richtigen Stelle betätigen, wo die Funkfrequenz am besten funktioniert. Nämlich, ja, wo ist denn Briggs auf einmal? War der bei euch im Auto? Der war bei mir im Auto, ja. Sehr unwohl fühlen die sich. Oh, nee. Ja, ich wollte mein Auto hier lassen und hier nehme jetzt zu Fuß den Drücker hier. Ja, das ist, glaube ich, ein Problem, weil die anderen zwei können das, glaube ich, nicht zu Fuß, weil die sich halt so leicht fühlen gerade. Das ist ja nicht mein Problem jetzt, so, sondern denen ihr Problem. Los, ich weiß auch nicht, was machen! Ja, ich löse das mit den Jungs, bis gleich. Ja, easy, wir warten hinten am Tor für euch, alles klar. Alles klar, wir warten hier vorne. Jungs. Ey, habt ihr den Briggs bei euch? Ja, sitzen wir mal. Spitze. Ja, wir müssen den Plan ein bisschen ändern. Das Garagentor macht ein paar Probleme gerade. Alles cool. Ja, deswegen, ich wollte nicht fliehen oder so, ich bin einmal außen rum gelaufen. Scheiße, ich dachte, die Garage funktioniert, Alter, ich kann mich so gespoilt. Ich kann da mit dem Auto rein. Hey, na? Hey. Die anderen, die kommen sofort. Okay, steig bei mir mit ein. Okay. Woher habt ihr den? Der Barton hat mir eine SMS geschrieben, dass Briggs neben ihm steht in der Garage. Und habe ich geschrieben, welche Garage? Und er meinte, er im Autohaus. Und dann sind wir da gerade zum Autohaus gedüst. Und Barton hat natürlich getan, warum nehmt ihr den bei mir im Autohaus? Ich sage, beruhig, wir klären dich gleich auf. Und haben wir den mitgenommen. Handy und alles habt ihr dem schon abgenommen? Nee. Ihr wolltet den echt, bis ich da bin, ins Casino packen, Alter? Nee. Okay. Habe ich eben von Donny so verstanden. Das war Donnys Idee. Ich habe gesagt, ich stecke den woanders hin. Ja, nein. Ins Verlies. Ja. Ja, ich sperre auf. Thank you.
Good old times, oder Luz? Ja. So, Herr Briggs, welch angenehme Überraschung. Ich habe eine Frage. Die Wände sind sehr schön. Wer ist eigentlich Briggs? Wollen Sie darauf eine Antwort oder ist es eine rhetorische Frage? Das ist eine rhetorische Frage. Okay. Es freut mich, Sie zu sehen, Herr Briggs. Ich nehme an, Sie wissen, wer ich bin. Natürlich. Also Ihr Name ist mir ein Begriff und Ihr Aussehen auch, falls Sie das meinen, ja. Dann nehme ich an, dass Sie auch das ein oder andere über uns gehört haben. Ich erzähle Ihnen ganz gerne was über uns. Ich erzähle Ihnen das? Zum Beispiel gerne, dass ich es äußerst merkwürdig finde, wie ein Angestellter des LSPD dem Krankenhaus vorgaukelt, irgendetwas würde um Leben und Tod gehen, um am Ende des Tages irgendwelche Berichte dort rausziehen zu wollen, um irgendwelchen anderen Polizisten, nennen wir sie mal meine Frau, zu schaden. Bei Fällen, die diesen hypothetischen Polizisten überhaupt gar nichts angehen. Warte mal, Sie was? Warum sind Sie suspendiert, Herr Briggs? Weil ich im Krankenhaus nach... Warum Sie suspendiert sind, habe ich gefragt. Ich kann Ihnen die Fresse jetzt wegpusten. Ich will eine Antwort. Ich habe Ihnen doch gerade geantwortet. Warum sind Sie suspendiert? Sie können ganz normal mit mir reden. Ich kann Ihnen ganz normal das Gesicht zerschießen. Warum sollten Sie das tun? Warum Sie suspendiert sind? Weil ich einen Mediziner nach einer Info gefragt habe. Aha, warum wollten Sie diese Info? Weil ich mir Sorgen gemacht habe und Angst gemacht habe und mir selber Fragen gestellt habe, ob ich was falsch gemacht habe. Weil Sie sich Sorgen gemacht haben. Um wen haben Sie sich Sorgen gemacht? Um mich, um meinen Job, um meine Frau. Um sich? Was hatte irgendwas davon mit Ihnen zu tun? Kein Schwein weiß, wer Sie eigentlich sind. Hallo. Ich glaube schon, dass genug Leute wissen, wer ich bin. Vielleicht wissen Sie nicht, wer ich bin. Darum geht es doch gerade gar nicht. Was haben Sie mit diesem Fall zu tun? Ich war der Letzte, der Thompson und ihre Frau mit Thompson lebendig gesehen hat. Ich habe Thompson durchsucht. Ich habe Thompson ins State überführt mit meinem Kollegen. Ich habe mir Sorgen und Gedanken gemacht. Und deswegen wollen Sie sich irgendwelche Unterlagen aneignen, die Sie am Ende gar nichts angehen. Ja, ich habe diesen Autopsiebericht mir geben lassen, aber ich habe es am nächsten Tag auch noch klargestellt, habe mich selber dafür gestellt, bin selber dafür suspendiert worden und ich besitze diesen Bericht gar nicht. Mir ging es nie darum, irgendjemandem damit zu schaden oder sonst was. Ich höre nur Scheiße, um seinen Kragen zu retten. Ja, ich kenne die ganze Geschichte ganz anders. Ja. Wir haben sie auch irgendwie ganz anders gehört. Irgendwie. Ich verstehe das gerade auch nicht. Irgendwie erzählt die Polizeiführung eine ganz andere Geschichte. Ja, irgendwie schon. Und ich weiß ja nicht, wie der das sieht, aber wir können jetzt jemand mal vorhalten, so, dass wir seine Frau auch noch einpacken. Vielleicht fängt er ja dann mal an, richtig zu quatschen. Herr Briggs, wie würden Sie das finden, wenn wir Ihre Frau foltern? Warum sollten Sie das tun? Ja, Sie glauben gar nicht. Warum sollten Sie jemanden gänzlich Unbeteiligten damit reinziehen? Um Ihnen zu schaden. Warum sollten Sie meiner Frau schaden wollen? Ja, aber warum wollen Sie ihr schaden? Weil wie habe ich Ihrer Frau geschadet? Sie derjenige gewesen sind, der versucht hat, auf Kosten anderer sich eine Beförderung zu erschleichen. Das ist purer Quatsch. Sag mal, Jungs, habt ihr eigentlich ein Messer dabei? Sie nicht selber Polizist? Was spielt das für eine Rolle, Herr Briggs? Wissen Sie nicht, wie unser Rangsystem funktioniert? Man kann nicht einfach aufsteigen. So funktioniert das doch gar nicht. Aber mein Briggs, komisch, dass die Polizeiführung sogar sagt, bei guter Arbeit und bei Lösen so einem Falls, dann bekommt man eine Beförderung. Aber die lügen anscheinend. Dann ist das... Alle, ja. Das würde ich denen nicht unterstellen, aber das wäre niemals meine Intention. Nein. Und Sie können, das ist nicht meine Art, das können Sie andere Menschen gerne fragen. Ich glaube, Sie nehmen die Situation hier nicht für ernst, will. Oder? Was ist denn das für ein Knie? Doch. Oh. Das ist ja eklig. Eieieiei. Kennt jemand die Anatomie des Menschen? So sieht ein Knie von innen aus. Wusste ich. So halb weggefällt. Ich sag Ihnen was, Herr Briggs, Sie legen sich hier mit den ganz falschen Leuten an. Lieber Herr Briggs, Komma. Lieber Herr Briggs, Komma. In Zukunft halten Sie sich lieber aus Angelegenheiten raus. Halten Sie sich lieber aus Angelegenheiten raus. Die Sie nichts angehen. Die Sie nichts angehen. Neuer Abschnitt? Ja. Im Polizeidienst. Im Polizeidienst. Legen wir Ihnen nahe. Legen wir Ihnen nahe. Fälle Ihres Ranges entsprechend zu behandeln. Fälle Ihres Ranges entsprechend zu
behandeln, ja? Neuer Abschnitt? Ja. Wenn Sie sich mit den falschen Leuten anlegen? Wenn Sie sich mit den falschen Leuten anlegen, ja? Geht das Ganze nicht gut für Sie aus? Geht das Ganze nicht gut für Sie aus? Okay, ja. Okay. So, pass auf. Jetzt gehen wir drüben in den Kopierraum. Ja. Mach davon eine Kopie. Ja. Fass die Kopie nur mit einer Tüte an. Mhm. Falte die Kopie und steck ihm die in die Hosentasche. Okay. Und verbrenn das Original. Okay. Herr Sommer. Herr Briggs. Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, dass Sie irgendwas glauben von dem, was ich sage. Doch irgendwem hätte schaden wollen, dann wäre ich doch mit dieser Information zu. Hör doch auf zu labern, meine Fresse. Du hast doch gerade eben gesagt, du bist der Letzte gewesen, der Summer oder was mit Thompson zuletzt gesehen hast und du hast dir Sorgen gemacht. Ja. Was spielst du dann für eine Rolle? Du bist der Vogel, der, obwohl es nicht in seinem Rang steht, sich bei den Medizinern irgendwelche vorläufigen Berichte erschleicht, um dann irgendwie auf eigene Nummer irgendwas gegen meine Frau zu machen. Und ganz ehrlich, das hab ich doch gar nicht getan. Leute, die diese Ansicht haben, wenn du das nicht getan hast, warum erzählt die ganze Polizei von Los Santos, dass du das getan hast? Wenn Sie mich ausreden lassen würden, würde ich dazu ja was sagen. Dann sprich endlich frech. Alles mal klar. Okay, pass auf. Hat hier irgendjemand was dabei, um den durch die Scheibe in den Nothelikopter zu prügeln? Ich glaube schon. Ich glaube, das, was er wissen muss, danach weiß er, hat er nämlich auf dem Zettel stehen. Gute Nacht, Herr Briggs. Ja, wollte ich gerade sagen, schön mit dem Schlagring. Nehmen wir uns seine Frau auch noch, kein Problem. Wer will? Musst du los? Darf ich, oder? Ja, hau weg. Easy. Ja, schlaf gut, Prinzessin. Das schmeiß den auch raus. Der Hä? Ja, komm, wir schleifen den runter. Schleifen den runter und legen den in den Eingang. Packen wir mit an, Raffi. Ja. Ja. Irgendwie sehr unbefriedigend. Sehr unbefriedigend. Aber. Also, du das Ding wegpacken? So, die können wir liegen lassen, komm. Du willst mir doch nicht erzählen. Ist schon, alles klar. Dass. 24 Polizisten Scheiße labern. Nee. Und er der Einzige ist, der die Wahrheit sagt. Nee. So. Er hat sich gerade nur versucht, aus der Scheiße da rauszuziehen. Irgendwie. Mit allen Mitteln. Ja. Hey. Ah, jetzt höre ich dich. Hallo. Na? Du bist gestern irgendwie so ein bisschen beleidigt ins Bett. Ja, weil ich dir was erzählen wollte, aber du hast irgendwie ein Fass aufgemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, dann reden wir lieber in Ruhe, bevor wir streiten, als dass das Ganze eskaliert und in eine falsche Richtung geht. Ja, du wolltest mir nur nicht mal, also du, wieso, seit wann hörst du mir nicht mehr zu? Weil du sehr sauer geworden bist direkt. Ja, aber du weißt ja, dass ich nicht grundlos sauer werde. Bist du gerade in einem Einsatz? Nee. Wo bist du denn gerade? Am PD. Ich komm mal kurz zu dir. Ja, bis gleich. Ja, ihr müsst eh gleich los, ne? Wollen wir uns kurz nochmal vom Casino treffen? Habt ihr einen Platz für Luis? Ja. Okay. Klar, klar. Ich treffe mich mal ganz kurz mit Lea. Treffen wir uns gleich am Casino, Luis? Nee. Alles klar. Und euch, ich danke euch erstmal für eure Hilfe, ne? Ich denke mal, von dem werden wir nochmal hören, von dem Vogel. Klar, immer gerne. Ja, bis später. Sei mal zu mir auf die andere Straßenseite vom Präsidium. Ja. Danke. Hey. Hey, ne? Sag mal, der Briggs. Mhm. Warum genau ist der suspendiert? Weil er seine Position eingesetzt hat, um an Informationen zu kommen, die ihm nichts angegangen wären. Mhm. Aber das hatte ich doch erzählt, was er gemacht hat, oder nicht? Ja, warte. Wie sicher ist die Aussage, dass er gesagt hat am Krankenhaus, er braucht diese Unterlagen, weil es um Leben und Tod geht? Zu 95%. Also ich habe mit dem Mediziner, zu dem er das gesagt hat, noch nicht gesprochen, aber ich glaube Darwin, und der konnte das so bestätigen. Wieso? Ich erzähl dir was unter uns beiden. Hm. Ich habe den falschen 50er gerade ins Krankenhaus geprügelt. Ryan. Halt's für dich. Okay, weiß er das? Nö, aber er hat einen Zettel in der Hosentasche, auf dem draufsteht, dass man sich lieber nicht mit den falschen Leuten anlegen sollte. Okay. Wie ist es passiert?
Naja. Also ich müsste jetzt ganz empört sein, aber so ein bisschen finde ich das gut, dass er auf die Nase bekommen hat. Wer weiß noch davon, dass du den da gefunden hast? Nur meine Leute. Alles klar. Ich sag's dir, wie es ist, wenn das rauskommt, wie es wirklich gewesen ist, dann sind wir beide am Arsch. Die Thompson-Sache? Mhm. I know. Und da steckt er seine Nase sehr, sehr tief rein. Ja, das stimmt. Und versucht, weil er es nicht schafft, seine Nase da irgendwie reinzustecken, augenscheinlich irgendwas so zu drehen, dass er am Ende irgendwie der große Hecht ist. Das stimmt, und dann das macht alles gerade nicht einfacher, weißt du? Wenn er einen Lauf in der Fresse hat, Scheiße zu erzählen. Und da platzt mir der Arsch. Danke, dass du es mir gesagt hast. Hängst nicht an die große Glocke, erzähl's niemandem am besten. Ja, was glaubst du denn? Weil da hängt mich damit ja selber in die Scheiße. Für beide von uns einiges dran. Ich weiß. Falls du nachher ein bisschen frei machen möchtest, wir haben im Casino DJ, Party, Stand-Up-Comedy, Verlosung, alles schon gehört, wir schauen nachher mal vorbei. Geht auch gleich los. Und das Syndikat vor der Türe, die der Meinung sind, wir würden die Leute bescheißen, wenn wir eine Verlosung ohne Justiz und einen Notar machen würden. Ja. Ja. Da sind wir dann Profi, möchte gern Anwälte unterwegs. Mhm, natürlich. Ich gehe mir das mal angucken jetzt. Alles klar, viel Spaß dir. Bis später.